Hi. Ein Menschenschädel, alles klar. Und was haben wir hier noch? Nur die Halterung für den Menschenschädel. Alles klar. Was ich mich gerade nur so ein bisschen frage, warum mussten wir die Puppe da hinlegen, um das Dingens anzuzünden? Hätte man nicht so zünden können. Egal. Okay. Totenkopf. Wo setzen wir den Totenkopf hin? Vielleicht... Ah, warte mal. Kann ich den hier jetzt? Warte mal, da anbringen. Hoppala. Und jetzt knacken wir den auf. Zack. Alles. Und da haben wir die nächste Glitzerkugel. So, jetzt kommt's. Alter. Was will er von mir? Was willst du? Das ist so ein Mann, wenn ich das nicht schnell genug löse, dann ist der immer so wuselig. Ja. Mann. Jetzt mal verschreck ich hier. So. Oh, komm, einfach in Ruhe gucken. Irgendwo müssen wir ja das Symbol herkriegen. Ah. Hier, warte mal. Da schaut's gut aus. Ah, so hier. Ja. Oh, die Tore schauen schon gruselig aus. So. Noch ein Raum, noch ein Tor, noch ein Tor, noch ein Raum. Was war da? Was mit Frank stand da oben dran? Alles klar. Du hast dich im Tempel gut geschlagen. Möge dich das Schicksal durch diese immer düstere werdenden Kammern geleiten. Alles klar, dann machen wir weiter. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. So. Das schaut schon gemütlicher aus. Hey, wer hat Bock auf Poker? No? So, dann haben wir hier. Eine alte Kamera. Okay, weiter in die Richtung geht's nicht. In die Richtung geht's auch nicht. Da scheint ein Feuer zu brennen. Pokertisch. Kann ich nicht einfach raus? Ich lebe dann auch in der Zeit. Alles gut. Hauptsache, ich komme aus dem Schmarren hier weg. Gut. Da haben wir nichts. Nichts wirklich Erkennbares. Gut. Komm, Okular, geh aus. Schauen wir uns erstmal die Kamera an. Da fehlt wohl das für den Blitz. Hier fehlt, muss ich den Nupsi wegmachen wahrscheinlich. Da kann ich dann durchsehen und sehe nichts. So. Halt, haben wir hier was? Irgendwas zum Drehen? Nein. Noch nicht. Noch kann ich es wahrscheinlich nicht einsetzen. Ah, guck mal hier. Das schaut so aus. Könnten wir was machen? Können wir aber noch nicht. Können wir hier schon was klicken? Nein, können wir auch nicht. Da unten? Nein, auch nicht. So, okay, alles klar. Was sagt denn der Tisch? Tempel, Schiff, Zeit, Null, Tod, Urk. Zuhause, Wissenschaft, Sterne. An diesem Knopf fehlt etwas. Aber da haben wir hier... Was haben wir da? Ein Sucher? Ah, das ist für die Kamera wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier? 5. März 1883, Fräulein Margaret Cox. Dies ist mein letztes Schreiben an Sie, ehe ich das Verfahren einleite, über das ich Sie informiert habe. Hm? Seit dem Verschwinden meines Bruders haben Sie sich wie eine Klette an meine Mutter geheftet. Um Ihretwillen möchte ich Aufsehen vermeiden, doch Sie sind ein Scharlatan und eine Betrügerin. Und nötigenfalls werde ich dies auch verkünden. Lassen Sie sie in Frieden. Andernfalls hat mir die Zeitung eine komplette Seite angeboten. Robert Bailey. Okay. Geht noch sowas drauf? Nö. Alles klar. Mal hier.
Okay, am Tisch kann ich mich ein bisschen bewegen. Was haben wir jetzt hier? Haben wir die Karten. Okay, da kann ich die Karten setzen oder versetzen? Nö, kann ich nicht. Okay, da fehlt auch noch was. An das Glas komme ich nicht hin. Die Stühle sind auch noch uninteressant. Wer weiß, ob die je interessant werden. Hat so ein bisschen was von einem Totenkopf gerade. Vielleicht ist mir das ganze Ding auch einfach hier zu sehr noch von dem vorherigen Raum im Kopf geblieben. Was haben wir hier? Da ist ein zerrissenes und ausgekratztes Bild. Das Okular hilft uns auch nicht. Da fehlte. Da müssen wir mit irgendeinem sehr speziellen Schlüssel hin. Ansonsten. Okay, da oben scheint noch was zu sein. Schauen wir hier ans Sideboard. Hier unten schaut so aus, als könnten wir was machen. Na, klick, klick, genau. Ach du grüne Neune. Und woher soll ich wissen, welche ich ein- und ausschalten muss? Wird wahrscheinlich irgendwo dran stehen. Ah, hier fehlt mir noch dasselbige. Das sieht nach Schublade aus. Jawohl. Ah, guck mal an. Ein Fetzen eines alten Fotos. Ja, da weiß ich schon, wo das hingehört. Und was haben wir hier? Wenn du hier bist, waren meine Mühen nicht umsonst. Ein Sinn zumindest hat mein Versprechen mir gegeben. Wenn es mich verdammte, dich in die Gefangenschaft dieses Ortes geführt zu haben, dann biete ich dir nun meine Erlösung. Endlich habe ich den Schlüssel. Ah, welcher Schlüssel denn? Das Geheimnis dieser Welt der Welten, dieses Orts, Orts der endlosen Orte. Mit ihm kannst du den Schleier lüften und hinter den Vorhang sehen. Wir müssen dem uns gebotenen Weg nicht folgen. Ah, okay, wir können ausbrechen. Okay, und wie? Da unten war noch was? Halt, komm, da unten, da. Nein. Okay, nochmal hier hin. Na also, so. Was haben wir hier? Maggie Cox. Für Simon Grayson, dem großen Khan. Was ist bloß aus dir geworden? Du weißt, dass ich deine Lügen durchschaue. Nur mich konntest du niemals blenden. Ich weiß, dass du es hast. Hast du ohne mich angefangen? Es klingt fabelhaft. Okay, bin etwas verwirrt noch. Also irgendwie... Da bleiben. Dieser Journalist lässt mich nicht in Ruhe und du siehst in meiner und du stehst in meiner Schuld. Seit wann kannst du dem Licht der Öffentlichkeit widerstehen? Wir werden Pioniere sein. Ich werde um 9 am Löwen sein. Du wirst dort sein. Ich kenne dich, Max. Okay. Alles klar, alles klar. Kommen wir hier noch? Kann ich was sehen? Ah. Ah, guck mal hier. Bier. Vielleicht einfach nur Bier. Zack. Hat sich nichts getan. Haben wir hier oben noch was? Ah, guck mal, hier kann man was drehen. Klick. Klack. Schlüssel! Ah, den werden wir wahrscheinlich drüben jetzt hier beim Schränkchen benutzen können. Schau ich nur hier noch rum, ob wir hier noch was haben. Nein, haben wir nicht. Dann auf zum Schrank. So. Hier, Schloss. Das scheint mir aber nicht der richtige Schlüssel dafür zu sein. Also so prinzipiell mal. Oder? Nö. Alles klar, falscher Schlüssel. Wo könnte ich den Schlüssel dann gebrauchen, sag mal? War da oben noch was? Nö. Und ich dachte, da ist noch was. Aber vielleicht hier noch. Da war kein Schlüssel, da haben wir nur die 4 freigelegt. Sehen wir noch was? Ne, sehen wir nicht. Von oben? Kann ich dich eigentlich aufmachen? Nö.
Da passiert jetzt noch nichts. An den Füßen vielleicht? Guck mal hier. Hier, da ist 5. Halt mal 5 auch aus. So kommen wir wahrscheinlich auf die Kombinationen. Wir müssen jetzt mal nach Zahlen Ausschau halten. Wir hatten jetzt die 4, wir hatten die 5. Ah, guck mal hier. Nein. Wir hatten die 4, wir hatten die 5. Haben wir hier noch irgendwo Zahlen? Römische Zahlen, die uns sagen, wie wir das Dingens schalten müssen. Hier vielleicht noch irgendwo. Guck auch hier am Bein. Lalalalalalalu. Nö, das schaut nicht danach aus. Hier eigentlich was? Nö. Kann auch nicht runter. So. Nö, da war nix. Da konnten wir auch noch nichts machen. Also da können wir zumindest nicht durchschauen. Ah, warte mal, schon mal. Was mal hier? Ah. Klick. Oh. Boah, jetzt hat's mich gerissen mit dem scheiß Britzler da. So. Suche. Ah, warte mal. Suche. Rückseite. So. Zack. Und jetzt? Mal klick. Das schau an. Schau mal hier. Ein kleiner Metallgriff. So. Das schaut nach einer Kurbel aus und einem viereckigen Ansatz. Gehört wahrscheinlich hier. Nein, falsch. Das da. Zack. Ah. Zack. Jetzt haben wir das hier frei. Sehen wir da was? Oder können wir jetzt hier durchsehen? Mit dem Okular vielleicht? Nö. Können wir jetzt hier nochmal britzeln? Achtung und... Britz. Nö. Passiert noch nichts. So. Hier scheint aber auch nichts wirklich neu dazugekommen zu sein. Steht hier noch irgendwo eine Zahl? Warte mal, schauen wir mal. Nö. Kann ich dich noch irgendwie bewegen? Also da haben wir noch Schrauben. Kann ich dich da jetzt bewegen? Oder haben wir da noch was? Nö. Okay, alles klar. Und, war da was? Hat es gerade so blau geschimmert? Ah ja, warte mal hier. Nee, das war eine Täuschung. Schade. Oder? Nein. Da ist schon was. Oder bilde ich mir das jetzt wirklich ein? Bilde ich mir ein. Da ist nichts. Alles klar. Da unten? Ne, da haben wir auch nichts. Da hat sich auch noch nichts getan. Gut. Seltsamer Schlüssel. Also den werden wir irgendwo noch hier verwenden können müssen. Und das Stück vom alten Foto, das gehört ja hier dann rein. No? So. Aber um da ranzukommen, müssen wir hier aufsperren. Um da aufzusperren, brauchen wir einen passenden Schlüssel. Diesen Schlüssel haben wir nicht. Ne? Weil das ist hier, den Schlüssel, den wir haben, der passt da halt einfach nicht rein. So. Siehste, passiert nichts. Ergo müssen wir woanders was finden. Vielleicht ist doch nochmal was hier am Tisch. Okay, da hat sich auch noch nichts getan. Wir haben gedacht, jetzt wo vielleicht die Kamera da ist. Tempelschiff Zeit 0. Tod zu Hause Wissenschaft Sterne. Weiter bleiben. Also da tut sich noch nicht wirklich was. Mit dem Okular. Nö, da tut sich auch nichts. Bei dem Glas. Ich jetzt auch nichts. So. Alles klar. Gut. Okay. Da oben? Da
Da hier die Lampe vielleicht, da ans Fenster. Ich würde gerne mal das Fenster hier aufmachen. Ich einfach mal gucken, wo sind wir, was ist passiert. So, haben wir hier noch was. Hier vielleicht noch mit der Okularsicht. Nö. Halt, nicht raus. Da wollten wir nicht raus. Lass mal gucken. Da ist noch ein Schlüssel. Da haben wir die 4 nur gefunden. Okay, alles klar. Und hier scheint aber auch kein Schlüssel für das Dingens zum Öffnen sein. Wobei ich vermute, dass da was zum Öffnen ist. Würde zumindest Sinn machen. No, alles klar, schau. Gut, schau mal hier seitlich am Tisch nochmal. Vielleicht habe ich da irgendwie so ein Schlüsselloch übersehen. Nö, das scheint hier aber keinen zu geben. So richtig viele Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr. Also ich habe im Endeffekt 4 Örtlichkeiten. Die Kamera, den Tisch, den Schrank und das Sideboard hier. Oder Sekretär oder wie auch immer man sich das, wie sich das Ding entschimpft. Aber an keiner dieser Stellen hat sich jetzt was ergeben. Genau, also hier haben wir die Britzelanlage. Zack. Jetzt können wir britzeln lassen. Ach nein, ich wollte jetzt nicht drücken. Ja, komm, mach. Zack. Genau. Mehr können wir da aktuell nicht tun. Wir haben die Rückseite, wo wir den Sucher hier eingesetzt haben. Hier an der Seite hatten wir gekurbelt. Hier, das können wir noch nicht bewegen aktuell. An den Beinen ist auch nichts. Und hier in der Front haben wir auch noch nichts. Mit dem Okular jeweils sehen wir auch auf keiner der Positionen irgendetwas Neues. Nehmen wir hier was? Nö. Warte mal, ich lasse es mal mit Okular britzeln. Vielleicht bringt mir das was. Ich bezweifle es, aber... Nö. Gibt's auch nur Britzel. Gut, okay, alles klar. Ja, was könnte dann jetzt hier noch passieren? Weil den Tisch haben wir ja auch komplett... Ah, warte mal. Haben wir den Seitenrand komplett durchgesehen? Mit Okularsicht. Nicht, dass wir hier irgendwelche Fingerabdrücke übersehen. Hier was auf dem Zettel noch. Nö. Ich gehe das jetzt einfach mal in Okular durch. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was. Nö. Das sieht nicht danach aus, weil hier kommen wir halt auch nicht hin, ne? Ja, ja, hinter dem Glas. Das ist mir schon klar, dass das hinter dem Glas ist, deswegen muss ich ja gucken, wie ich das Glas aufbekomme. Der Schlüssel bringt mir hier nichts. Tja, Freunde. Also, gute Frage. Da haben wir auch nichts weiter. Oder schalten wir mal alle aus? Und nur 4 und 5 ein? Ja? Nein? Das ist doch 4 und 5, oder nicht? Ja, das ist halt die gute Frage, wie, in welcher Reihenfolge man das anmacht. Weil uns fehlen vielleicht einfach noch warte mal. Wir können es ja so machen. 4 und 5 runter. Das vermute ich mal sicher. So, ich gehe jetzt einfach mal die anderen kurz durch. Manchmal ist das einfach auch so eine Sache zum Ausprobieren. Wahrscheinlich eher nicht. So.
Gut, hier ist auch nichts. Endlich habe ich den Schlüssel. Wir müssen nicht den Weg geben, der uns vorgegeben ist. Frage ist nur, welchen anderen Weg? Haben wir hier noch was? Oder? Gut, da kommen wir jetzt nicht mehr an die Lampe hin, sondern nur noch an diese... Ah, warte mal. So habe ich auch noch nicht reingucken können. Wurde es zumindest nicht gesehen. Das ist nur Scharnier. Nö. Nichts von Interesse. Da oben an der Lampe auch nicht mehr. Schade, schade. Oben das Foto vielleicht, da das Bild? Nein. Irgendwo muss ich wohl eine Zahl noch übersehen. Die Frage, die sich mir stellt, wo könnte diese Zahl sein? Weil hier oben kann ich nichts anklicken. Ich klicke jetzt einfach mal auf Hinweis. So. Ich habe das, Ich habe das Balkengerät der Kamera aufgezogen. Vielleicht kann ich jetzt hindurchschauen. Hab ich doch schon geguckt? Oder nicht? Guck hier, ich kann nicht durchschauen. Ah, nicht. Ah, oh, komm, ich muss dich drehen. Ah, jetzt so. Meine Güte. Okay, alles klar. Gut, okay, da ist die Kiste offen. So, wir kommen weiter, Freunde. Wir kommen weiter. An einem kurzen Durchhänger geht es weiter. So, was haben wir hier? Ah, guck mal da. Das schaut nach Schlüssel aus. Kurz, lang und da mit Nupsi. So. So. So, wie war das noch? Also mit Nupsi nach unten. Da, wo das Nupsi ist, den kurzen und den anderen dann die Seite runter. So. Kurzen da, wo es Nupsi ist und dann zur Seite nach unten. Alles klar. Dann müsste der jetzt passen. Genau. Zack. Einmal aufmachen. Klapp und offen. Ah, schau mal an. Wie? Ach so, ja. Muss ich dich hier wahrscheinlich freikriegen. Zack. Und dich dann auch noch. So. Zack, zack, zack. Einmal frei und dann kriege ich dich. Ein Metallsymbol. So. Gut. Du gehörst hierhin. Zack. Sag mal da. Ein langer Metallhebel. Ein langer Metallhebel. Keine Ahnung für was. Mal hier. Unendlich. Da haben wir die zwei noch. Dann schalten wir hier die zwei auch noch. So. Was haben wir hier? Ach du grüne Leune. So. Warte mal. Okular? Nö. Langer Metallhebel. Was ist das denn? Schaut mir eher wie ein ganz komisch umständlicher Löffel an. Ah, guck mal, da haben wir eine Aussparung. Also muss das hier irgendwo reinpassen. Halt, was war das? Die Schreibmaschine fehlt offenbar ein Teil. Alles klar. Was da? Ah. Muss ich das nur noch richtig einstellen? Gut, da ist noch nichts passiert. Ah. ZZ. Okay. Okay. Irgendwas muss ich verschreiben wahrscheinlich. Was es Sinn ergibt. Warte mal, unendlich steht da. Dann schauen wir mal. Kann ich das auf der Tastatur? Nee, kann ich nicht. Alles klar. Unendlich.
Du? Ich. So. Wir begannen zu Hause den Blick die Sterne gerichtet. So viel zu entdecken. So wenig Zeit. Okay. Gut, okay. Ich kann ich auch nicht anklicken. Wir begannen zu Hause. So viel zu entdecken, so wenig Zeit. Ah, guck mal, hier haben wir wieder einen Schlüssel. Nein, bleibst du da. Mit dem Superschlüssel kommen wir nämlich überall hin. So. Einmal mit Nupsi nach unten, den kurzen auf selber Höhe und dann nach unten. So, das heißt. Warte mal, mit dem kurzen nach unten, langen oben. Nee, genau, falsch rum. Der kurze zur Seite, der lange nach unten. So. Ja, gehst du her. So. Uiuiuiuiui. Was haben wir denn hier für ein Drehpuzzle? Hallo? Okular? Nö, auch nicht. Da fehlt mir hier wahrscheinlich noch was. Aber ich habe gesehen, hier ist auch noch eine Schublade. Da haben wir nur mit Nupsi. Also. Ganz klassisch ein Schlüssel. So. Das ist der Schlüssel auch weg. So. Haben wir mehrere Schubladen. Da ist nichts drin. Steht auch nichts dran. Ah. Hier sind die Kombinationen 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, hier ist jetzt was drin, oder? Was? Nein. Warum nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da steht überall dran. Gut. Das bringt mir jetzt also noch nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, warte mal. 2, 4, 5. Wir hatten ja vorhin 2, 4 und 5 da. Ah. Aha. Und da haben wir eine Glühbirne. Alles klar, alles klar. Dass es so rumgeht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das geht direkt wieder zu. Google. Gut, okay. Ah. So. Wo müssen wir denn hin? Alles klar, jetzt schauen wir. So. Zack. Gut, ich gehe jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Komm. Man muss schon an die richtige Stelle kommen. So, jetzt kommen wir hier rum, da rum. Okay. Irgendwas, mit dem wir hier wieder raufkommen. Genau. So. Müssen wir hier oben wieder rauf? Gar nicht so einfach. So, Ziel. Zack. Was haben wir hier? Kosmos. Eine Tarotkarte, Sterne. Gut. Tod, die da, Sterne. Da gehörst du hin. Zack. Knopf drücken. Fehlt noch was. Aber okay. Wir können jetzt einfach auch mal die Birne hier einsetzen. Ne? Weil dann können wir jetzt vielleicht. Nein. Nicht angucken. Einbauen. So. Einmal britzeln. Boah. Da sieht doch keiner mehr was. Ah.
What the? Alter.